spricht das Bittgebet aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt sehr viele, was man sprechen kann. Eine Begrüßung. Assalamu alaikum. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أسأل الله لنا ولكم العافية. Noch einmal sagt man السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم Friede auf euch. Friede auf euch, ihr Bewohner der Gräber. Ihr Bewohner der Häuser. Und wir werden schon bald, so Allah will, euch folgen. Ich bitte Allah für uns und für euch um Wohlergehen. So ist ein Muslim. Er bittet Allah, dass es den Verstorbenen gut geht. Und das ist ein richtiger Gläubiger, der an seine Geschwister weiterdenkt, auch wenn sie nicht mehr da sind. Unter ihm. Ja, dhakir al-ashab. كن متأدباً.